Moin moin meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin Aileen und ich heiße euch herzlich willkommen in meiner Spelunke. Wenn ihr schon länger auf meinem Kanal seid, fällt euch auf, mein Hintergrund ist anders und es liegt daran, dass heute die WM 2018 gestartet ist. Ich habe ein WM-Special für euch vorbereitet und zwar werde ich zu jedem Deutschland-Spiel ein Make-up-Look zaubern. Und natürlich auch Achtelfinale, Halbfinale und Finale der WM wird immer ein Make-up-Look hier auf diesem Kanal online kommen. Natürlich hoffe ich, dass Deutschland sehr weit kommt. Und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum denn heute ein Look? Und das liegt daran, dass heute der Start der WM ist. Und zu Ehren des Gastgeberlandes fangen wir mit Russland an. Und wenn ihr wissen wollt, wie dieser Look entstanden ist, solltet ihr dranbleiben. Viel Spaß dabei! Heute fangen wir mit Russland an, denn Russland ist ja das Gastgeberland und stößt heute um 17 Uhr an und eröffnet somit die WM 2018 und spielt gegen Saudi-Arabien. Und zur Ehre des Gastgeberlandes schminken wir heute einen Make-up-Look, der an der russischen Flagge quasi inspiriert ist. Ich nehme jetzt hier erstmal... Ihr werdet jetzt lachen, ich werde jetzt Panzertape nehmen, denn ich bin ja nicht bei mir zu Hause, ich bin heute bei einer Freundin und ja, die hatte keinen Tesafilm, aber Panzertape und ja, jetzt klebe ich mir Panzertape ins Gesicht. Nicht nachmachen, okay? Anfangen tue ich mit Blau und da verwende ich aus der Weekend Festival Palette. Damit bedecke ich jetzt quasi hier mein ganzes Lid. Jetzt nehme ich mir von Maybelline diesen Super Stay Matte Ink in der Farbe 20 Pionier. Nehme meinen Augenbrauenstift, weil ich jetzt gerade nichts Besseres habe. Das wird mein Rot. Ich fand das nämlich schön. Und damit male ich mir jetzt hier quasi meinen Eyeliner. Dann war es schwer für mich, ein Weiß zu finden und somit habe ich mich dafür entschieden und deswegen habe ich mich entschieden, von Zoeva diese Taubpalette zu nehmen. Was machst du denn da? Warum klebt das da? Hat das einen Sinn? Ja, damit ich hier eine scharfe Kante habe. Ah! Mhm. Nimmst du schon auf? Ja. Also, komm jetzt. Nee, alles gut, ich kann das rausschneiden. Das sind jetzt sowieso die Parts, die lautlos sind. Nur jetzt müsst ihr kurz still sein. Jetzt nehme ich von Trend It Up aus der Cool Breeze LE diesen Liquid Eyeliner in Weiß und trage ihn auf mein Lid auf. Jetzt erstmal schnell meine Foundation, Blush, Rouge und sowas drauf und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich bin wieder da. Ich habe mir jetzt eben noch mal kurz meine Base geschaffen, habe schon mal Wimperntusche aufgetragen und habe mir die Augenbrauen gemacht. Und jetzt gehen wir noch einmal kurz an den unteren Wimpernkranz und da tragen wir auch die Farbe Trends auf. So, und das ist jetzt mein Make-up-Look zum Start der WM. Am Sonntag wird ein Deutschland-Look kommen und an jedem Tag, wo Deutschland spielt, wird immer ein weiterer WM-Look zu einem Land erscheinen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, solltet ihr jetzt meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Und ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall eine wunderschöne WM. Bis zum nächsten Mal.